Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk. Ich überlege gerade, wo sind wir stehen geblieben? Also wir haben ein Apartment gekauft, laut der letzten Folge. Irgendwo hier. Also hier, nehme ich mal an. Okay. Und dann wollten wir nach hier. Ah ja. Ja, dann machen wir das doch mal. Waren wir hier nicht schon mal? Mein Kunde möchte jemanden von weltlichen Besitztümern befreien. Konkret, du sollst Kerry Jorodeins Gitarre klauen. Der Job ist einfach. Die Belohnung hoch. Mehr Infos an Bein. Ich warte. Eine Gitarre klauen, na klar. Muss mich jetzt erstmal wieder gucken. Wie sehen die Waffen aus? Herstellen, erweitern. Nee. Okay. Guti. Na dann. Kommen wir jetzt hier einfach rein? Okay. Lobby. Schlüsselkarte benötigt. Okay, wenn wir in Sieb. Hier unten brauchen wir eine Schlüsselkarte. Hätten wir jetzt hier mal gucken sollen, ob wir vielleicht hinter der Theke eine finden, ne? Aber gut. Düm, 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 düm. Was ist das? Nachricht? Daten enthalten. Auftrag. Daten. Achso, das ist das jetzt für die Daten. Okay, 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 okay. Charakter, wir haben keine Punkte. Ist eine Weile her. 2 Wochen. Seit ich Cyberpunk gespielt habe. Deswegen verzeiht mir, wenn ich kurz reinkommen muss. Wieder. Die Tür ist aber. Aha. Keine Ahnung, warum ich jetzt hier lang gehe. Aber die Tür war offen. Offene Türen sind immer gut. Bewohner, okay. Alleine dafür hat sich das. Was? Halt die Backen. Ich darf sein, wo ich sein darf. So. Okay. Theoretisch ist hier drinnen also was. Da kommen wir aber hier nicht rein. Ah ja. Gut, wir haben wirklich unsere Sprungbeine. Sehr schön. Kommen wir hier nicht irgendwie rein ins Apartment? Hallo? Oder hier, guck mal. Ist da eine Leiche? Nee, ich dachte schon. Was? Mach doch gar nichts. Wir waren wegstecken. War das nicht? Okay. So. Nee. Oh, Kamera. Umholen. Können wir auch einen Ping ablassen? Jawohl. Aha. Ausschalten. Ich möchte gucken, ob ich was höre. Sieh an, sieh an. Sau schlechte Akustik in dem Laden. Das Licht war auch mies. Und der Fraß zum Kotzen. Aber die Mädels. So geile Muschis hatte ich selten auf der Zunge. Warum wurde von was wir hier hacken können? Okay, extra ihre große Anzahl an Dollar, Eddie. Haben wir aber keine 7A.
Wir könnten dann aber auf 9, dann wieder FF gehen. Also wenn wir das machen, das, das, dann können wir nach hier. Dann haben wir aber keine... das ist doof. Okay, scheiße gebaut. Weil wir kommen nicht auf die 55. Ach Mann, das ist auch wieder doof. Wir haben auch nur noch 4. Ja gut, dann haben wir jetzt komplett ver... Ja, ich muss mich damit näher beschäftigen. So, Nachrichten, Auktion. Hey Leute, nächste Woche ist eine Auktion. Wir versteigern einen Haufen Samurai-Zeug, okay? Single, hey Diana, und was hältst du von unserer Single? Okay, Notiz, hey, ich habe den Song mal angehört und so ganz ist es das noch nicht. Achtung, naja, wieder. Ups, wie war denn das? So. Da können wir noch Hecki-Hecki machen. Man kann nicht immer Pech haben. Ich sag dir, davon ist es keine. Glaub mir. Okay. Nochmal. 1F. Dann können wir auf 1C gehen. Dann kriegen wir wieder 1F. Und wir kriegen auch ein 7A. So. Dann haben wir aber kein BD. Das... Da auch nicht. Hier, BD, FF. Nein. Wir haben nur FFs, haben wir nur da. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf... Warte mal. Ach, ich habe schon 7a. Das bedeutet, ich müsste jetzt noch ein 7a, dann ein BD und dann ein FF finden. Das ist ja doof, weil wenn ich das mache, BD, komme ich nicht auf das F, ne? Wo haben wir einen BD in der Line? Nirgendwo. Wir können gar kein F abstauben, weil das BD nirgendwo in der Line steckt. Ja gut, dann ist die Zeit vorbei. Sag über Carrie, was du willst, aber er kennt sich mit Gitarren aus. Und die sind alle Müll. Okay. Wenn du es sagst, du bist der Experte. Musst du ja so kommen. Tequila. Sieh an. Der Mann hat guten Geschmack. Bei Musik und bei Alkohol. Deshalb verstehe ich es umso weniger, dass er so auf Carrie abfährt. Fanfiction. Omelette der Leidenschaft. Das klingt komisch. So. Noch eins. Ich sehe mich besser um. Seltsam. Daran erinnere ich mich nicht. Muss am Wodka liegen, den du dir all die Jahre reingekippt hast. Lass mich eins klarstellen. Ich habe Wodka nie angerührt. Bourbon, Whisky, Tequila. Das war mein Zeug. Okay. Mehr nicht? Okay. Das werde ich nie vergessen. Die Schlange war länger als von hier nach Plymouth Rock. Die Afterparty ging 2 Nächte. Und endete in der Ausnüchterungszelle? Hey, guck mal. Der Typ hat einen Altar für die Band gebaut. Naja, halb Altar, halb Tresor. Mit einem Tastenfeld. Muss also eine Zahlenkombination sein. Mann, ich weiß nicht. Versuch mal 69, 69, 69. Das wär's ja. Oh, da fehlt uns... Uff. Ah, interessant. Fuck, Carrie ist jetzt ein alter Sack. Von wann ist das Foto? Nicht lange her. Hier, das Datum. Das Datum, das Datum. Das ist es! Der Scheißcode für den Tresorraum! Hast du es immer noch drauf, Johnny? 2065, okay. Tatsächlich. Krass. Einen schönen Remote, Night City.
Verlasse das Gebäude. So, wir brauchen 17 im Verlinken, damit wir... Oh, das ist heavy. Ja, wir haben leider keine Schlüsselkarte für unten. Wir gucken mal gleich in der Lobby, ob wir da vielleicht eine finden. Aber, okay, dann haben wir die Quest auch fertig. Das ist ja auch so eine Art Nebenquest, ne? Ja, Luskum. Guten Tag, Zujamin. So, haben wir hier vielleicht irgendwo eine Schlüsselkarte für mich rumliegen? Einfach nur mal wissen, ne? Aber hier, doch, der hockt einer. Aber hier ist nichts. Vielleicht gibt es hier noch eine Quest. So, dann. Wow. Doch da lang? Nee. Oh, Polizei? Okay. Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum er da lang wollte. Als wenn man da nicht geradeaus fahren konnte. Au. Ja klar, da kommt die halbe Brücke runter. Na, richtig. Was denn? Ich fahre doch hier auf dem Parkplatz. Was haben die denn? Guck mal, ich parke sogar ein. Oh. Parke ich nicht gut? Hui. So, die abgegeben. Können wir hier unseren Wodka verkaufen? Ich glaube, davon haben wir schon wieder so einiges dabei. Oder wir hatten beim letzten Mal nicht verkauft. Aber Wodka brauchen wir definitiv null. Oder Alkohol im Allgemeinen, ne? Das hier, ne? Noch mehr Alkohol dabei. Das sieht aus wie Alkohol. Das bringt sogar ein bisschen Geld. Nicht mega, aber es bringt Geld. So, schließen. Ja. Auf dich ist wirklich Verlass. Die Gitarre ist jetzt in den richtigen Händen. Okay. Der Auftrag ist abgeschlossen. Ich überweise jetzt dein Geld. Warum darf ich da nicht rein? Das ist die U-Bahn. Oh. Z? Hallo? Nee? T? Nachrichten öffnen? Wo sind denn jetzt hier offene Nachrichten? Ich hab doch aber offene Nachrichten da bei T. Hä? Jetzt stehe ich gar nicht mehr durch. Keiner hat hier offiziell Nachrichten. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Naja, egal. Wir könnten jetzt hier alles durchklickern. Um die Nachrichten zu finden. Hm. Wie hieß er denn? River war es nicht. Panam war es auch nicht. Russell war es, glaube ich, auch nicht. Dina war es nicht. Mitch Andrews. Dakota bestimmt nicht, Wacker auch nicht. Der könnte es gewesen sein. Keine Ahnung, warum wir da zwei so eine Zeichen haben. Okay, so, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Oh, wir haben hier direkt vor der Hellstür einen NCPD-Einsatz. Da steht auch noch ein Auto von uns. Wo haben wir denn die Autos geparkt? Also wirklich. Unten.
Der Auftrag ist unten. Lasst mich mal hier rein. Kommen wir hier runter? Ah, sieht nicht danach aus. Zumindest nicht lebend, ne? Deswegen weiter. Wieder Polizei. Okay, hier ist der NCPD-Einsatz. Wie war denn das? Was? Systemneustart war eigentlich ein System tot, ne? Ja. Ah, wir haben noch ein paar Sekündchen. Wir könnten natürlich auch einfach killen. Aber hier sind doch bestimmt noch mehr. Ping. Wir pingen mal erstmal. Damit wir wissen, mit wie vielen Leuten wir es zu tun haben. Einigen. Das da könnte eine Cyber sein. Systemneustart, bitte. Wow. Órale, prepara, que ya te cayó la verga. Hallo. No. ¿Qué fue eso? Na. Mal Loki, Loki, Loki machen. Einfach Loki, Loki machen. Was? Wow. Was war das denn gerade? Eieiei, jetzt ernsthaft. Du hast das nicht. Hä? Igual te voy a encontrar, mierdita. Es. Ich hab das Gefühl von da irgendwo, ne? ¿Qué fue eso? Raus, Mami. Ich hasse Skopscheißer wie dich. Aha. Komm schon raus. Hast doch eh keine Chance. Was? Ach da, guck mal. Hängt die fest? Ich kann nicht zur Seite gucken, ne? Ich hasse Skopscheißer wie dich! Na dann komm doch raus! Mach dich doch wie Hunde! Also wirklich. Da ist ja auch noch jemand. Okay, haben wir auch. Nee. Keine Ahnung, wo die da ballern. Dann kauft man nicht auf mich, oder? Aber offiziell bin ich immer noch im Kampf. Bin offiziell immer noch im Kampf? Warum? Keine Ahnung.
Kommen wir hier rein? Nein? Okay. Das ist gerade ein Witz, oder? Wo kam der denn her? Ey, jetzt mal ernsthaft, wo kam der denn jetzt bitte schon her? Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Dann ist ja das langsame Vorgehen fast doch das sinnvollere, oder? Hier einfach bam machen. Hallo? Z? Geht das nicht mehr? Ja, System neu starten und dann ist gut. Ist zumindest sehr effektiv, sagen wir es mal so. Besonders weil ich halt so eine extrem kurze Abklingzeit habe. Sobald noch einmal. Wo könnten sich hässliche feige Fotzen verstecken? Ich bin der Meinung, ich höre immer hier vorne irgendwas. Mal sehen, wo könnten sich hässliche feige Fotzen verstecken? Hm? Bestimmt nicht da, wo du denkst, dass sie sich verstecken. Oh. Sektor, ich höre hier hinter mir immer noch was. Huh. Okay. Ich bin überzeugt, dass hier noch irgendwie einer rumäumelt. Da haben wir was Neues. Problem. Wir haben ein Problem. Einer deiner Jungs hat einen Cop in unserem Gebiet getötet. NPC ist stinksauer. Die kreuzen garantiert bei uns auf. Sorgt dafür, dass alle Überwachungsvideos verschwinden und alle Augenzeugen. Okay. Na toll. Deswegen machen die Aktion hier? Hm. Also eigentlich ist jetzt hier keiner mehr, oder? Also so verstehe ich das. Ich bin außerhalb des Kampfes. Alle dead. Dann ist das doch erledigt. Gebt mir eure Waffen. Oh. Danke. Ach, hier liegt auch noch einer. Hallo? Danke. Danke für Ihre Zusammenarbeit. Bitte bewerten Sie diese. Dann haben wir das. Okay. Dann haben wir diesen NCPD-Auftrag auch erledigt. Wie sieht es denn eigentlich aus? Was haben wir denn noch hier Schönes in der Nähe? Das ist ein Sushi. Nee.
Hier Sebastian könnte noch haben. So. Und was haben wir hier? Ein Auto für 39.000 könnte man noch kaufen. Weiß ich nicht. Nebenmission. Nebenmission ist natürlich für mich sehr wichtig. Da ich eigentlich erstmal die Nebenmission abschließen will. Und wenn man das, wenn ich das richtig sehe, wären wir in dem Gebiet dann sogar fertig. Das ist doch geil. Hallo, Auto? Ja, dann haben wir eine Gitarre geklaut. Also, weit gekommen sind wir leider nicht. Aber gut, dann machen wir erstmal den Nebenjob. Ich habe nichts gemacht. Bin nur schnell gefahren. Hier ist auch noch ein NCPD-Auftrag und zwar oben. Da gucken wir doch mal kurz hin. Mal gucken, ob das schnell geht, weil eigentlich gehen ja NCPD-Aufträge relativ zügig. Muss man jetzt einfach mal so sagen. So, der ist noch weiter oben. Hä? Hier hoch? Hallo. Auf dem Dach. Das geht doch dann schnell. Also so viel können wir nicht auf dem Dach rumeiern. Zumindest gehe ich da mal. Waren wir hier nicht schon mal? Ein bisschen kommt es mir bekannt vor. Da ist nämlich ein Sniper. Da sind ein, also zumindest. So, Systemische, die Fähigkeit, ich finde sie einfach. Leise, wir gehen leise vor. Guten Tag. Militärs. Das sind auf jeden Fall Militär. Aber die anderen waren unten, wenn ich das richtig sehe. Oh, das war's schon. Oh. Z. Kann man nicht lesen? Doch, jetzt. Archiviertes Gespräch. Okay, das ist ein archiviertes Gespräch. Dann sammeln wir mal kurz hier alles ein. Hier gibt es noch einen Datenknoten, den machen wir natürlich auch. Hui! Achso, wir können ja hochkrabbeln. Hochkrabbeln da. Guten Tag! Was haben wir denn hier? Ah, okay, dann versuchen wir diesmal etwas. Oh, guck mal, wir könnten 1C55, dann würden wir auf 1F kommen, auf BD kommen, auf 7A und 1C. Okay, das bedeutet, wir fangen wirklich hier an. Baut. Baut. Hep, 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 hep. So. Haben wir diesen Knotenpunkt auch? Haben wir hier noch irgendwas übersehen, zufälligerweise? Nö. Außer hier irgendwas Grünes. Okay. Naja. So, dann können wir jetzt zur Nebenmission, die hier unten ist. Okay, da will er jetzt so rum. Kommen wir irgendwie angenehmer runter? Hm. Das sieht doch aber eigentlich so aus, als wenn wir hier runterspringen können, oder? Ja, perfekt. Aber wir machen an dieser Stelle dann heute Feierabend und machen morgen weiter hier schön beim
Coyote Kojo. El Coyote Kojo. Ja, dann machen wir morgen wieder. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.